Seit über 400 Jahren wird behauptet, die Jesuiten seien eine bösartige Macht, eine furchtbare Gesellschaft, die im Finsteren wirke. So steht es in diversen Büchern und Pamphleten. Dem Orden sei jedes Mittel recht, selbst der politische Mord. Niemand könne sie aufhalten auf dem Weg zur Herrschaft. Der Ordensgründer Ignatius von Loyola sei ein Mann mit dunklen Geheimnissen. Jetzt hat mit Papst Franziskus ein Jesuit das höchste Amt der katholischen Kirche erreicht. Mit rund 17.000 Mitgliedern gehören die Jesuiten heute zu den größten katholischen Männerorden. In Rom haben sie ihr Zentrum. Und doch bleiben sie in der Stadt fast unsichtbar. Keine Klöster, keine Ordenstracht. Eigentlich hat ihr Gründer Ignatius von Loyola seine Brüder dazu verpflichtet, keine hohen Ämter anzustreben. Doch nun ist es anders gekommen. Da ist also in Rom ein neuer Papst und zum ersten Mal ist es ein Jesuit. Und schon sehen sich die Verschwörungstheoretiker bestätigt. Nun sei dem Orden der berühmt-berüchtigten Gesellschaft Jesu der endgültige Griff zur Macht gelungen. Was hat es mit diesem Orden also auf sich? Das will ich hier in Rom herausfinden. Meine Suche beginnt im Archiv der Generalskurie, wie der Sitz der Ordensleitung genannt wird. Hier verwahren die Jesuiten viele Schriften aus verschiedenen Epochen, in denen kein gutes Haar an ihrem Orden gelassen wird. Eine ganz besondere soll dieses lateinische Buch aus dem Jahr 1614 sein. 80 Jahre nach Ordensgründung erschienen. Moneta Secreta bedeutet geheime Anweisungen. Ein Jesuitengeneral soll sie als Anleitung geschrieben haben, um seinen Orden mit allen Mitteln an die Macht zu bringen. Lüge, Intrige, Manipulation. In diesem Buch finden sich alle möglichen dubiosen Methoden, die bei den Jesuiten offenbar gang und gäbe waren. Aber ob das im Sinne des Ordensgründers Ignatius von Loyola war? In Madrid hat ein Historiker Erstaunliches über Ignatius herausgefunden. Enrique Garcia Hernán interessiert sich vor allem für dessen frühe Jahre, denn aus dieser Zeit liegen noch viele Details im Dunkeln. Was war der Ordensgründer für ein Mensch? Hernán ist dabei auch Hinweisen auf ein Kriminaldelikt nachgegangen. He was not a saint as we think. Er war nicht so ein Heiliger, wie wir denken. Natürlich wurde er ein Heiliger, aber erst später. Das Allerwichtigste war für ihn damals, die Ehre und den Ruf seiner Familie zu schützen. Und er wollte berühmt werden. Er war in so viele Schwierigkeiten verstrickt. Sein Leben war ganz sicher nicht einfach. Im spanischen Baskenland wird Ignatius von Loyola am 31. Mai 1491 geboren. Seine Familie gehört dem Landadel an. Wegen ihres Stolzes und ihrer Streitlust sind die Loyolas in der Region gefürchtet. Ignatius ist das 13. Kind und für seinen Jähzorn bekannt. In Rom erinnert nichts an diese Seite des Mannes aus dem Baskenland. Der junge Ignatius war wohl keiner, dem man gerne nachts allein auf der Straße begegnet wäre. Und doch stehen in vielen wichtigen Kirchen Roms imposante Statuen des heiligen Ignatius. Dass man diesem ruppigen jungen Mann später Denkmäler gesetzt hat, ist schon bemerkenswert. Die Loyolas sind Großgrundbesitzer, Adlige, die mit den aufstrebenden Städtern im permanenten Clinch liegen. Einem der verfeindeten Neureichen möchte Ignatius und sein Begleiter eine besondere Lektion erteilen. Das geht aus den Unterlagen hervor, die Enrique Hernán entdeckt hat.
Es sind Protokolle eines Gerichtsverfahrens, in dem Ignatius auf der Anklagebank sitzt. Immer wieder taucht in den 500 Jahre alten Dokumenten sein Name auf. Aus den Akten geht auch hervor, dass Ignatius offenbar ein besonderes Vorrecht hatte. He had one bodyguard with the royal. Mit Erlaubnis des Königs hatte Ignatius einen Leibwächter. Er war zwar kein Mafioso, aber er war immer in Begleitung eines Mannes, der bewaffnet war. Die Gerichtsprotokolle berichten von Ignatius' tätlichem Angriff auf einen Mann. Ob das Opfer nur verletzt oder getötet wurde, bleibt unerwähnt. Sicher ist, Ignatius wird zu einer Haftstrafe verurteilt. Nur die guten Verbindungen seiner Familie zum Königshaus verhindern eine härtere Strafe. Für einen späteren Heiligen eine denkbar schlechte Voraussetzung. Der junge Ignatius sieht seine Zukunft in einer militärischen Karriere. In 1521 kämpfen die Spanier in einer aussichtslosen Schlacht bei Pamplona gegen die überlegenen Franzosen. Ignatius ist 26 Jahre alt und gerät als Offizier unter den Beschuss der französischen Kanone. Eine der Kugeln trifft und verletzt ihn lebensgefährlich am Bein. Ignatius überlebt die Operation nur knapp. Als ihm klar wird, dass die Knochen nicht gerade zusammenwachsen, entscheidet er sich zu einem folgenreichen Schritt. Um nicht für den Rest seines Lebens humpeln zu müssen, befiehlt er den Ärzten, sein Bein erneut zu brechen. Zurück im Schloss seiner Familie hängt sein Leben nach dem schweren Eingriff am seidenen Faden. Die Wunde infiziert sich immer wieder und die Genesung des Patienten zieht sich viele Monate hin. Eigentlich wollte er Ritterromane lesen, aber in der Bibliothek der Familie gab es keine Romane. Also gaben sie ihm Flos Santorum, Bücher wie dieses hier, die vom Leben der Heiligen erzählen. Die Geschichten ziehen Ignatius in den Bann. In blumenreicher Sprache werden Heilige wie Helden beschrieben. Besonders das Leben des heiligen Franziskus fasziniert Ignatius. Seine Gedanken kreisen immer wieder um den charismatischen Gründer des Bettelordens aus Assisi. Und irgendwann entdeckt er in den ausgeschmückten Geschichten den tieferen Sinn und die eigentlichen Botschaften der Bücher. In dieser Zeit der Genesung heilte nicht nur sein Körper, sondern auch seine Seele. Er erkannte für sich, dass Gott in allen Dingen gegenwärtig ist. Um seinen Weg zu Gott zu finden, macht sich Ignatius auf in das 600 Kilometer entfernte Kloster von Montserrat, nordwestlich von Barcelona. Er tauscht sein altes Leben gegen ein neues ein und legt im Kloster seine Waffen ab. Für seine Lebensbeichte braucht er der Überlieferung nach 3 volle Tage. Anschließend soll er sich wie ein Eremit in die Einsamkeit zurückgezogen haben. Stille und Buße werfen ihn mehr aus der Bahn als die Verletzung durch die Kanonenkugel. Er geißelt sich, verweigert Nahrung und selbst Wasser. Stundenlang betet er und fleht um Gnade, schläft nicht mehr, um über seine Sünden nachzudenken. Der Psychotherapeut Christian Lüdke beschäftigt sich seit Jahren mit außerordentlichen Bewusstseinszuständen. Sein Fachgebiet ist die Therapie von Menschen, die in Geiselhaft geraten sind. Er will den seelischen Zustand und die Persönlichkeit des Ignatius von Loyola rekonstruieren. Für
Außenstehende mag es ein wenig paradox aussehen, wenn ein Mensch sich geißelt, um gesund zu werden, aber Heilung tut immer weh. In der modernen Psychotherapie würde man das als eine ganz vorsichtige, schrittweise Konfrontation mit dem Trauma bezeichnen. Das heißt, ich muss mich zumindest in Gedanken wieder an diese Situation herannähern, die mir diese massiven Schmerzen, dieses Trauma zugefügt hat. Und dadurch, dass ich mich immer weiter an das Trauma hinanbewege, schaffe ich es irgendwann, dieses Trauma zu überwinden. Das ist aber nur mit Schmerzen und durch diese Schmerzen möglich. Weil Ignatius in der Abgeschiedenheit jeder Austausch mit der Umwelt fehlt und er unter Mangelerscheinungen leidet, hat er Halluzinationen. Er verjagt den Teufel, der ihm als imaginäre Schlange erscheint. Das Gehirn gaukelt ihm eine Fantasiewelt vor und greift dafür auf Bilder zurück, die er im Kopf hat. Die sind nicht nur bedrohlich, sondern stammen auch aus den heiligen Legenden, die er auf seinem Krankenbett gelesen hatte. Am Ende seiner selbstgewählten Isolation glaubt er, Symbole göttlicher Gnade zu sehen, die er als Aufforderung versteht, einen neuen Weg zu beschreiten. Ein Mensch, der ein traumatisches Ereignis erlebt hat, für den ist nichts mehr so, wie es vor dem Trauma gewesen ist. Das ganze Leben ändert sich, führt aber eben auch zu einer inneren Reifung. Das heißt also, ein Mensch, der verändert sich komplett in seiner gesamten Einstellung. Und das führt dazu, dass das Leben, das man nach einem Trauma führt, ganz anders ist und durchaus viel erfolgreicher sein kann. Eine erstaunliche Wandlung vom hitzigen Möchtegern-Ritter zum angehenden Heiligen. Einer, der dies in die Kunst übersetzte, war der Jesuit und Barockmaler Andrea Pozzo. Aus der neuen Perspektive des Ignatius auf sein Leben entwarf Pozzo einen perspektivisch veränderten Blick auf die ganze Welt, in deren Mittelpunkt Christus und der erleuchtete Ordensgründer stehen. Ignatius fand seine Wandlung zu einem besseren Menschen so gelungen, dass er diese Erfahrung weitergeben wollte. Also erfand er spezielle Übungen, die auch anderen helfen sollten, sich zu ändern, und nannte sie Exerzitien. Eine Auszeit für Geist und Seele, um sich etwas Neuem zu öffnen. Ein Gedanke, der uns noch immer einleuchtet. In jedem Managerseminar wird heute von den so wichtigen kreativen Pausen gesprochen. Die Frage ist nur, wie funktioniert die Methode des Ignatius und was macht sie mit denen, die sie anwenden? 40 Kilometer außerhalb Roms steht ein Haus des Jesuitenordens, in dem die Exerzitien heute noch praktiziert werden. In ihrer kompletten Form dauern die stillen Übungen 4 Wochen. Ignatius glaubte nicht, dass allein der gute Wille zu einer echten Wandlung eines Menschen ausreicht, und hielt ein Loslösen von Freunden und Familie in dieser Zeit für angebracht. Die Themen sind durch den Orden vorgegeben: Bekennung der Sünden, Buße, Einsicht in die Macht Gottes und persönliche Offenbarung. Der Übende soll lernen zu unterscheiden, was ihn zu mehr Liebe, mehr Hingabe an Gott oder zum größeren Dienst an den Menschen führt und was nicht. Nicht jeder muss sie in der gleichen Form ausführen. Es wird unterschieden nach den Stärken und Schwächen jedes Einzelnen. Das Ziel bleibt aber für jeden immer das gleiche: den Menschen im Gehorsam zu Gott zu befreien. Gehorsam, das Wort, das für eine kleine Gruppe Theologiestudenten im Jahr 1534 eine zentrale Bedeutung bekommt. In Frankreich gründen sie den Orden der Gesellschaft Jesu. Der ehemalige Soldat Ignatius von Loyola ist ihr Anführer. Die Exerzitien werden zu einem festen Bestandteil des Ordenslebens. Für die Gegner der Jesuiten sind die Exerzitien nichts anderes als eine Gehirnwäsche, um die Mitglieder des Ordens gefügig zu machen. Absoluten Gehorsam zu fordern, allein das finden wir schon verstörend. Da liegt der Verdacht der Gehirnwäsche tatsächlich nicht weit. Angeblich wollte Ignatius eine Art hörige Elitetruppe erschaffen, die zu jeder Tat fähig wäre, wenn sie nur befohlen wurde.
Hier ist das Ziel ganz deutlich auf Lateinisch formuliert, übersetzt etwa: die irdische Macht des Ordens mit Klugheit und im Geheimen ausdehnen. Dann besteht kein Zweifel, dass das goldene Zeitalter eintreten wird. London, 1605. Eine kleine Gruppe von Verschwörern trifft sich unter größten Sicherheitsvorkehrungen in der Nähe des Westminster-Palastes. Sie wollen die anglikanische Monarchie stürzen, um wieder einen katholischen Regenten einzusetzen. Der Plan ist, das englische Parlament mit mehreren Dutzend Fässern Pulver in die Luft zu sprengen. Auch wenn das den sicheren Tod hunderter Menschen bedeutet. Es ist der größte Terrorplan der frühen Neuzeit. Für die Behörden des anglikanischen Königreichs war schnell klar, dass ein Jesuitenpriester der Kopf der Verschwörung sein musste. Tatsächlich war die Rolle der Jesuiten in dem sogenannten Gunpowder Plot bis heute nicht vollständig geklärt, bis sich Johannes Dillinger den Fall erneut vorgenommen hat. Der saarländische Historiker unterrichtet in Oxford und hat in den englischen Archiven die alten Prozessakten analysiert. Die Zeugenaussagen von vor 400 Jahren hat er mit der umfangreichen Forschungsliteratur verglichen. Die Ergebnisse seiner Arbeit hat der Wissenschaftler in ein Netzwerkmodell übersetzt. Es zeigt alle tatsächlichen Verbindungen der Verschwörer untereinander und lässt keine Zweifel über die Rolle des Jesuiten innerhalb der Gruppe. Im Zentrum dieser Verschwörung, mit den meisten Freundschafts-, Bekanntschafts-, Verwandtschaftsbeziehungen, ist nicht der Jesuitenpriester, sondern der englische Adlige Robert Catesby. Der Jesuit Garnett, dem man später die Verschwörung angelastet hat, kommt relativ spät dazu. Und wir wissen heute mit großer Sicherheit, dass der Jesuit Garnett versucht, Catesby umzustimmen und den Anschlag auf den König zu verhindern. Er weiß von der Verschwörung, er verrät die Verschwörung nicht, auch weil er durchs Beichtgeheimnis gebunden ist, aber er unterstützt den Gewaltakt mit großer Sicherheit nicht. Der jesuitische Beichtvater Garnett ist also nicht ganz unbeteiligt, aber keinesfalls der Drahtzieher. Der englische Geheimdienst macht ihn dennoch als einen der Schuldigen aus. Nach seiner Festnahme wird er gefoltert, die anderen der Gruppe hingerichtet. Der Gunpowder Plot hat dazu beigetragen, den ohnehin politisch schlechten Ruf der Jesuiten in Europa weiter zu ruinieren. Nach dem Gunpowder Plot rangieren die Jesuiten als die Apostel des Königsmordes. Ein Ruf, der es den Jesuiten jahrhundertelang schwer macht. Dennoch wächst die Gesellschaft Jesu in kürzester Zeit rasant. 1570 gab es 3000 Mitglieder, 50 Jahre später bereits 12.000. Woher kam dieser schnelle Erfolg? Mitten in der Altstadt von Rom hatten die Jesuiten eine ihrer Schaltzentralen eingerichtet, in der Chiesa del Gesù, der Kirche Jesu. Der Jesuitenpater Daniele Libanori will mir hier zeigen, wie die Jesuiten es schafften, die Menschen für ihre Sache zu gewinnen. Der Padre ist nicht nur Priester, sondern auch ein Experte für die Geschichte der Jesuiten. Libanori erzählt, wie wenig sich seit Jahrhunderten in dieser Kirche verändert hat. Auch die Menschen, die Kirche besuchen, kommen immer noch aus dem gleichen Grund wie die Besucher vor 400 Jahren. Sie wollen ein ganz besonderes Schauspiel bestaunen. Ein Schauspiel, das sich seit dieser Zeit jeden Tag zu Ehren des Ordensgründers wiederholt. Der suchende Ignatius wandelt sich auf überraschende Weise in den Erleuchteten.
Ein nettes Spektakel, das ich hier allerdings nicht erwartet hätte. Zumal wir in einer Kirche der Jesuiten sind, bei denen es doch immer um Disziplin geht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute im 17. Jahrhundert doch ziemlich beeindruckt von dieser Show waren. Die Jesuiten haben eine treffende Bezeichnung für die Konstruktion in der Kirche gefunden. Die Verwandlungsmaschine. Padre Libanori lässt mich ausnahmsweise hinter die Kulissen schauen. Piccolo. Molto piccolo. Ja. Ist eine Luce existe? Um die Figur des Ignatius so imposant wie möglich in Szene zu setzen, hatten die Jesuiten eine komplizierte Mechanik entwickelt. Die Einzelteile wurden im Laufe der Zeit erneuert. Aber das Prinzip ist immer noch das gleiche. Ähnlich wie bei einem Uhrwerk greifen viele Räder ineinander. Ein Zusammenspiel aus Gewichten, Zahnrädern und Kolben. Eine perfekte Bühnenmaschinerie, die sicher nicht ihre Wirkung verfehlte. Jedenfalls ein enormer Aufwand, den die Jesuiten da betrieben, um das Publikum für die Ideen ihres Ordens zu begeistern. Denn nur so konnten sie Seelen retten. Darum ging es ihnen ja. Und wie man sieht, waren die römischen Seelen recht anspruchsvoll. Für die Menschen auf dem Land waren andere Methoden gefragt. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts wandert Ignatius von Loyola zusammen mit seinen Gefolgsleuten jahrelang durch Europa. Er lebt als Laienprediger und versucht, die Menschen zu bekehren. Seelen retten bedeutet für Ignatius, man muss jeden dort abholen, wo er steht. Den Gläubigen wie den Ungläubigen, den Fürsten wie die Straßendirne. Das Außergewöhnliche an den Jesuiten ist ihr Gespür für den Zeitgeist. Sie entdecken, dass sie auf eine ganz besondere Art die Begeisterung aller Menschen wecken können. Die Jesuiten setzen auf Theateraufführungen. Einige Padres entwickeln sich zu meisterlichen Regisseuren. In einer Zeit, in der die wenigsten Menschen lesen und schreiben können, verweben die Dramaturgen des Ordens ihre Ideale geschickt mit Geschichten von Liebe oder Macht. Das, was sie dort gemacht haben, war ein Massenmedium seiner Zeit, weil eben so große Bevölkerungsschichten angesprochen wurden und hier auch Wissen und Themen vermittelt werden konnten, die sonst überhaupt keine Bühne fanden. Die Darstellung der katholischen Sache in den Theaterstücken war zum Teil so überzeugend, dass es zum Teil sogar zu Konversionen gekommen sein soll. Das heißt also, dass Leute sich so sehr angesprochen fühlten von der Darstellung katholischer Inhalte, dass sie danach beschlossen, zum katholischen Glauben zurückzukehren bzw. ihr Glaubensleben zu intensivieren. Also eine richtige Beeinflussung auch der Menschen im Sinne der katholischen und der jesuitischen Sache. Es sind Reformen, die die katholische Kirche dringend braucht. Denn in Deutschland ist dem Papst ein mächtiger Widersacher erwachsen. Ein Widersacher, der mit ähnlichen Mitteln arbeitet wie die Jesuiten. Auf der Wartburg übersetzt ein Theologe im Jahre 1521 das Neue Testament in die deutsche Sprache so, dass jeder die Texte versteht, der lesen kann. Es ist Martin Luther. Ob Luther seine 95 Thesen wirklich eigenhändig an die Kirche von Wittenberg geschlagen hat, ist umstritten. Sicher ist, er war ein Gegner der kirchlich geschürten Angst vor dem Fegefeuer. Sein Aufruf zum Umdenken traf in Mitteleuropa den Nerv vieler Menschen. Während die Reformbewegung Luthers zur Kirchenspaltung geführt hatte, versuchten Jesuiten weiter, die Einheit mit Rom, auch der verschiedenen Ortskirchen, zu wahren. Und da ihr Profil sie als sehr flexibel, sehr gut ausgebildet auswies, waren sie natürlich die idealen Männer, um in diesem Sinne zu agieren. Man könnte also sagen, sie waren so eine Art von schneller Eingreiftruppe auch für die römische Kirche. Sie waren im Grunde genommen auf katholischer Seite die intellektuelle Speerspitze ihrer Zeit.
Bald werden die bescheidenen, aber rhetorisch perfekten Jesuitenprediger zu bekannten Erscheinungen in vielen Regionen in Mitteleuropa. Sie haben etwas, was die Menschen von anderen Geistlichen nicht kennen. Sie sprechen mit Begeisterung auch über Themen, an die sich im 16. Jahrhundert kaum jemand herantraut. Besonders eine Frage sorgt in Kirchenkreisen in dieser Zeit für Unruhe. Ist möglicherweise nicht die Erde, sondern die Sonne das Zentrum des Universums? Das wäre weit mehr als nur eine wissenschaftliche Sensation. Ein Bruch mit dem Weltbild der Kirche. Auf dem Dach der Kirche des heiligen Ignatius betrieben die Jesuiten ihre eigene astronomische Forschung. Es ist immer noch eines der höchsten Gebäude im Zentrum Roms, direkt neben dem Collegio Romano, der einstigen Hochschule der Jesuiten. Von Padre Francesco di Lucia möchte ich wissen, ob sich die Jesuiten damals mit anderen Wissenschaftlern über die neuen bahnbrechenden Theorien ausgetauscht haben. Dieser Gang da drüben wird Galileos Korridor genannt. Wir wissen, dass Galileo das Collegio Romano besucht hat und dass er mit den Jesuiten im Austausch war. Dachte Galileo vielleicht, dass nur die Jesuiten aufgeschlossen genug wären, um seine Ergebnisse anzuerkennen? Sie haben hier unterrichtet und studiert. Und Galileo hat das Bedürfnis gehabt, den Jesuiten die Ergebnisse seiner Untersuchungen zu zeigen. Die jesuitischen Gelehrten stimmten Galileo zu. Sie akzeptierten seine Methoden und waren auch mit seinen Schlussfolgerungen einverstanden. Aber trotzdem war für Galileo Galilei das Ergebnis ein Desaster. Und er hatte deshalb die allergrößten Schwierigkeiten mit der Kirche, wie wir wissen. Der Papst akzeptierte seine Theorie nicht. Eine schwierige Situation auch für die Jesuiten. Der Petersdom war in Sichtweite, intellektuell aber lagen nun Welten zwischen ihnen und dem Papst. Die Jesuiten steckten also in einem echten Dilemma. Wofür sollten sie sich entscheiden? Wissen oder glauben? Sie kannten die Wahrheit, aber gleichzeitig war ihnen klar, dass die wissenschaftlichen Ergebnisse des Galileo Galilei das Weltbild der Kirche ins Wanken bringen würde. Ihr Ordensgründer Ignatius von Loyola aber hatte in seinem Buch der Exerzitien geschrieben: Ich werde glauben, dass weiß schwarz ist, wenn es die Kirche so definiert. Es gab keine Alternative für die Jesuiten. Was ihr spiritueller Anführer formuliert hatte, blieb für die Jesuiten Gesetz. Opposition gegen den Papst war für den treuen Ignatius nie eine Option. Selbst in den Momenten, in denen der Orden guten Grund gehabt hätte, an den Überzeugungen des Papstes zu zweifeln. Diese Haltung gilt bis heute für jeden Jesuiten. Dieses Prinzip des Gehorsams gegen eigenes Wissen bringt ihnen immer noch viel Kritik ein. Und es gibt noch einen Widerspruch. In den Ordensregeln heißt es, dass kein Jesuit nach hohen Ämtern und Würden streben soll. Und doch hat sich der Jesuit Jorge Mario Bergoglio zum Papst wählen lassen. Seine Mitbrüder bezeichnen ihn sogar als einen Jesuiten durch und durch. Ist es möglicherweise das, was Ignatius vor 500 Jahren meinte, als er von einem flexiblen Orden sprach? War es vielleicht der lang gehegte Plan des Mannes, dessen Nachfolger die schwarzen Päpste genannt wurden? Wenn mir einer diese Fragen beantworten kann, dann Pater Severin Leitner. Der Südtiroler ist Berater des Generaloberen in Rom und einer der ranghöchsten Jesuiten. Heißt das jetzt nicht für Sie als Jesuit, Ihr Orden bekommt jetzt viel mehr Einfluss auf die Kirche? Oh, das sagen viele. Jetzt werden die Jesuiten zu Protagonisten. Ist nicht so. Aber jetzt sitzt ein Jesuit auf dem Heiligen Stuhl. Wie passt das zusammen? Der Papst ist eine eigene Institution mit eigenen Aufgaben und mit eigenen Mitarbeitern. Wir versuchen, so wie wir das bisher auch gemacht haben, dem Papst zu dienen,
so wie wir das können, nach bestem Wissen und Gewissen. Aber wie passt Gehorsam in unsere aufgeklärte Zeit? Wie passt er zu einem aufgeklärten, intellektuellen Individuum? Ich möchte so sagen, Gehorsam, so wie wir ihn verstehen, und zwar in einem in unserem religiösen Kontext, der orientiert sich zunächst einmal an Gott. Ich bin Gott gehorsam. Aber der Jesuit gelobt auch der Kirche Gehorsam. Er bejaht den Auftrag, den er bekommt, und führt ihn nach bestem Wissen und Gewissen durch, in größter innerer Freiheit und Kreativität und mit Fantasie. Ich denke, so haben die Jesuiten immer den Gehorsam verstanden und gelebt. Die Fantasie, die Kreativität, aber auch die perfekte Organisation der Jesuiten zeigt Severin Leitner in der Bibliothek der Kurie. Hier liegen Tausende von alten Briefen, die von den Ordensbrüdern auch aus unbekannten Regionen der Erde in die Zentrale nach Rom geschickt wurden. Dabei entstanden auch einige der ersten exakten Landkarten und genaue Beschreibungen fremder Kulturen. Die sogenannten Ordensgeneräle steuerten die Missionare mit Briefen. Der ehemalige Offizier Ignatius hatte eine sehr moderne und effiziente Organisation aufgebaut. Die Zentrale in Rom schickte schon vor über 300 Jahren ihre Ordensbrüder mit demselben Auftrag in alle Welt, den sie auch hierzulande hatten, die Menschen zum katholischen Glauben zu bekehren. In Europa konnten die Jesuiten mit überzeugenden Reden glänzen oder notfalls auf andere Hilfsmittel wie ausgereifte Bühnentricks zurückgreifen. Aber wie bekehrten sie Angehörige fremder Kulturen in fernen Ländern, über die man damals noch so gut wie gar nichts wusste? Der lange Arm der Jesuitengeneräle reicht im 17. Jahrhundert bis in die entferntesten Winkel der Erde. Die Missionare in China schaffen den Spagat zwischen der fernöstlichen Tradition und ihrem eigenen Glauben. Sie passen sich den fremden Kulturen an und kommen nicht als Eroberer. Sie haben in China auch deshalb Erfolg, weil die hochgebildeten Chinesen besonders von den astronomischen Kenntnissen der Jesuiten beeindruckt sind. Als Lehrer genießen die Gelehrten einen hervorragenden Ruf am kaiserlichen Hof. Sogar der kindliche Kaiser wird den Jesuiten anvertraut. Dennoch verliert der Orden nie sein eigentliches Ziel aus den Augen: die Bekehrung der Chinesen zum christlichen Glauben. Innerhalb weniger Jahrzehnte hat sich der Orden in allen damals bekannten vier Kontinenten niedergelassen. Besonderen Erfolg haben die Missionare in Südamerika. 60 Jahre nach Kolumbus betreten Jesuiten zum ersten Mal amerikanischen Boden. Der schlesische Missionar Florian Bauke dokumentiert 200 Jahre später in seinen Zeichnungen das Leben der Jesuiten mit den Ureinwohnern. Trotz der Anfeindungen durch andere Kolonialisten errichten sie hunderte von Siedlungen und kleinen Städten, in denen Jesuiten gemeinsam mit den Einheimischen leben. Ihre sogenannten Reduktionen finden sich im 18. Jahrhundert weit verteilt über den gesamten südamerikanischen Kontinent. Was die Jesuiten aus den exotischen Ländern mit nach Hause brachten, stellen sie in Museen aus. In Europa wurden diese Ausstellungen als Wunderkammern bezeichnet, auch in Rom. Die Jesuiten drangen in einer Zeit in Länder vor, als man in Europa gerade erst von deren Existenz erfahren hatte. Es kursierten die wildesten Gerüchte über fabelhafte Wesen und gefährliche Monster. Natürlich waren die Exponate, die in den Wunderkammern gezeigt wurden,
Ein Publikumsmagnet, eine kleine Sensation. Die Wunderkammer in Rom wurde 1915 aufgelöst und die Bestände auf verschiedene Museen aufgeteilt. Einige der schönsten Stücke lagern heute im Museo Etnografico. In der Zeit der Missionare waren sie für viele Menschen ein Kabinett der Kuriositäten. Für die Jesuiten damals aber war es wie für die Forscher heute ein wissenschaftlicher Schatz. Während die Eroberer in der Regel alle wertvollen künstlerischen und handwerklichen Gegenstände raubten, um die Kassen ihrer Königreiche aufzufüllen, brachten die Jesuiten normalerweise die Gegenstände der fremden Kulturen mit nach Hause. Sie brauchten sie hier in Rom vor allem für ihre Hochschule, den Collegio Romano. Die Dinge wurden als Anschauungsmaterial in der Ausbildung junger Jesuiten benutzt. Mit dem neuen Wissen reisten sie dann in die Welt hinaus, um weitere Seelen zu gewinnen. Die abenteuerlichen Expeditionen der Missionare steigerten das Ansehen der Jesuiten bei denen, die ihnen zugewandt waren. Für ihre Feinde waren die globalen Unternehmungen nur ein Beweis mehr, dass die Jesuitengeneräle an ihrer wahren Mission der Weltherrschaft arbeiteten. Im Buch der geheimen Anweisungen, den Monita Secreta, hatten die Jesuiten es doch selbst geschrieben. Die irdische Macht des Ordens muss allmählich, aber mit Klugheit und im Geheimen ausgedehnt werden. Die Schrift ist noch heute Grundlage für viele Vorurteile gegenüber den Jesuiten. Es ist Zeit, sich noch einmal genauer mit den Monita Secreta zu beschäftigen. Im Archiv der Kurie treffe ich deswegen einen Jesuiten und Historiker, Robert Danieluk. Pater Robert, Sie beschäftigen sich ja jetzt schon seit Jahren oder Jahrzehnten mit den Monita Secreta. Sagen Sie, was hat es mit diesem Buch für eine Bewandtnis? Ist das nun eine Fälschung oder ist es echt? Monita Secreta ist ein kleines Buch mit einer langen Geschichte. Mhm. Es ist von einem ehemaligen Jesuit geschrieben. Mhm. Und das ist eine perfekte Urkundenverfälschung. Ach, eine Verfälschung dessen, ja, was die Jesuiten eigentlich wollen. Ja, das ist eine Fälschung, weil erstens, das Buch stellt sich vor als etwas, das es nicht ist. Das war einfach ein Jesuitenpater. Sein Name war Hieronymus Zachorowski. Eigentlich war er mein Landsmann. Er war aus Polen wie ich. Und er hat dieses Buch wahrscheinlich als Rache geschrieben. Aha. Er fühlte sich verletzt, weil seine Jesuitenobere haben ihn nicht immer als sehr begabt betrachtet. Aha. Er ist aus dem Orden in 1613 ausgetreten. Und das war für ihn natürlich eine schwierige Situation. Er hat sich nicht gut gefühlt. Sozusagen ein gescheiterter Jesuit. Das würde ich sagen. Mhm. Ein gescheiterter Jesuit, sicher ein ehrgeiziger Jesuit. Mhm. Hier habe ich eine Ausgabe aus 1661. Mhm. Das ist das lateinische Original. Mhm. De conciliandis societati viduis opulentis. Das wäre auf Deutsch über die Weise, sich mit reichen Witwe gut zu stellen, um sie um ihr Geld zu bringen. Und es gibt natürlich viele, viele Regeln, falsche Regeln, wie sich die Jesuiten um diese Witwe kümmern sollen. Natürlich die Intrige, Geheimnisse, Manipulationen und das alles. Heute natürlich klingt es komisch, aber am Anfang des 17. Jahrhunderts dieses Buch war für die Jesuiten ein bisschen gefährlich, weil der Verfasser sehr gut die jesuitischen Ausdrücke und Redewendungen kannte. Also eine subtile Rache. Eine subtile Rache, aber sehr erfolgreiche Rache. Ab dem Ende des 17. Jahrhunderts beginnen die Gegner der Jesuiten, den Orden mit den Mitteln zu bekämpfen, die sie ihnen vorwerfen. Betrug, Bestechung und Manipulation.
Korrupten Schriftstellern fällt es nicht schwer, die falschen Anschuldigungen der Moneta Secreta weiter auszuschmücken. Dankbar nehmen Politiker in Spanien, Portugal und Frankreich jede Vorlage auf, um gegen die Jesuiten vorzugehen. Der portugiesische Minister Pombal lässt sich mit den Schiffen porträtieren, auf denen die Ordensbrüder 1766 Lissabon verlassen mussten. Höhepunkte einer weltweiten Hetzkampagne. Die Jesuiten werden von Engeln in die Hölle gestoßen, denn sie sind im Dialog mit dem Teufel. Sie sind hässliche Gestalten, die nur an das Wohl ihres Ordens denken und als bittere Früchte in dem von Jesus verdammten Feigenbaum erscheinen. Eine Liste zeigt die Attentate, für die die Jesuiten angeblich verantwortlich sind. Mit einigen freien Stellen für die Verbrechen, die zweifellos noch folgen werden. Eine der populärsten Verschwörungstheorien in der Geschichte der Kirche basiert also zu einem entscheidenden Teil auf einer Fälschung und auf verletztem Stolz. Das eigentlich Erstaunliche daran ist nur, wie lange sich diese Theorie halten konnte. Offenbar war es zu verlockend, einen Orden zu diskreditieren, dessen Anführer zu den engsten Vertrauten des Papstes gehörten und dem scheinbar alles gelang. Schritt für Schritt wurden die Jesuiten aus vielen Ländern und deren Kolonien überall auf der Welt ausgewiesen oder verboten. Viele Ordensmänner wurden in den Kirchenstaat gebracht. Der Druck auf den Papst wurde so groß, dass er 1773 den Orden auflöste. Doch die Jesuiten haben ihre Überzeugungen nie aufgegeben. Und ganz verschwunden sind sie auch nie. Ihre Netzwerke funktionierten im Geheimen weiter. Als Papst Pius VII. Die Aufhebung des Ordens 1814 rückgängig machte, dauerte es nicht lange, bis die Jesuiten erneut großen Einfluss erlangten. Die Jesuiten, der Papst und die Verschwörungstheoretiker, eine endlose Geschichte bis heute. Giftmischer und Verschwörer waren sie offensichtlich nie, aber sie hatten Macht. Ihr langer Arm reichte bis in Königshäuser und in den Vatikan. Und heute? Die katholische Kirche ist in der Krise. Es ist vielleicht kein Zufall, dass gerade jetzt zum ersten Mal ein Jesuit zum Papst gewählt wurde. Früher haben die Päpste die Jesuiten in schwierigen Zeiten um Hilfe gerufen. Nun kann einer aus ihren Reihen zeigen, ob er der Kirche helfen kann. Papst Franziskus wünscht sich eine Kirche der Armen, wie Franz von Assisi. Ein Vorbild, das er mit Ignatius teilt. Viele erhoffen sich von ihm Reformen und dass er den Geist der Zeit erkennt. Eine Eigenschaft, die den Jesuiten stets nachgesagt wird. Vielleicht ist das das späte Vermächtnis des Ignatius von Loyola.